So, heute wollen wir mal mit einer gechillten Runde Chandra Historic Commander anfangen. Also alles auf Rot. Wir haben uns die vier Mana Chandra ausgesucht, weil ich finde, die ist einfach die beste, wenn man Chandra Commander spielt. Die ist mega flexibel, wenn sie aufs Board kommt, uncontested, dann ja, ist ja einfach eine richtige Bombe. Und da können die Gegner einfach nicht viel machen. Und wenn man sie halt irgendwie auf dem Board etablieren kann, dann ist sie einfach mega stark und kann einen riesen Spiel rumreißen. Der Ramp, Removal, alles, was man braucht. Natürlich, wenn man sie sogar noch zum Ulti bekommt, dann ist es noch krasser. Ansonsten ist einfach alles drin, was Spaß macht. Bisschen Ramp, Artefakte sind größtenteils eigentlich Ramp, Heart of Kirin natürlich. Und ansonsten einfach Removal, lustige Karten. Jede Menge Chandra-Karten, weiß ich nicht, irgendwelche Mystic Rare, auf die man einfach mal Bock hat, die man sonst eh nie spielt. Und dementsprechend gönnen wir uns das jetzt einfach mal direkt. Und legen hier mal los. Commander, Historic Brawl, Chandra und los geht's. Ist grundsätzlich ein ziemlich solides Deck, also macht auf jeden Fall mega Spaß. Chandra in Historic, weiß ich nicht warum. Tatsächlich immer relativ konsistent und macht mir auf jeden Fall immer Spaß. So, dann schauen wir mal. Boah, die Starterhand ist auf jeden Fall schon top. Das können wir so behalten. Wir haben Removal, wir haben einen günstigen Ramp, wenn Chandra da ist. Und Experimental Frenzy ist und bleibt einfach eine absolute Leukarte, meiner Meinung nach. Die Karten oben vom Deck wegspielen mit Chandras plus 1 Fertigkeit auch sehr lustig. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Okay, Gegner öffnet auch direkt mit einem 1-Mana-Zug. Wir gucken erstmal, was hier so abgeht. Dark Souls ist okay. Ja. Ist eigentlich doch nicht notwendig, jetzt hier einzugreifen. Aber wir können das erstmal so laufen lassen. Okay, Gegner hat schon irgendwelche Probleme. Ist schon wieder schwierig. Wir geben einfach ab. Land wäre natürlich langsam mal gut, um hier weiter voranzukommen, weil Mox Ember können wir nicht benutzen, solange Chandra nicht auf dem Feld ist. Add one mana of any color. Ja, wir holen ihm einfach mal den Daxus schon mal weg. Der muss dann nicht auf dem Feld bleiben, da kann er sich dann noch ein Leben von holen. Ach, kriegt er gar kein Leben für. So, das ist alles in Ordnung. Da ist noch ein Land gezogen. Reckless Impulse. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht spielen. Eigentlich können wir einfach warten. Nächste Runde können wir schon Chandra in Ruhe rausholen. Da können wir Lightning Bolt spielen, Mox Ember spielen. Chandras Outrage können wir spielen, wenn er seinen Commander spielt. Key to the Archive, okay, da muss er sogar eine Karte für abwerfen. Ja, wir können eigentlich seinen 1-1er da jetzt wegholen. Die Frage. Ich meine, es reicht eh nicht, um seine Tesla-Frau da abzuholen. Also insofern kann er sich da ein schönes Kettchen raussuchen. Gucken wir mal, ob er da den Removal findet. Das wäre natürlich ärgerlich. So, da war noch eine Karte abwerfen. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall schon mal direkt Chandra. Und für 2 Mana können wir nicht wirklich was machen. Wir könnten Reckless Impulse spielen bis zum Ende von unserem nächsten Zug. Oh, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir holen auf jeden Fall schon mal Mox Ember raus, auch wenn wir ihn jetzt nicht benutzen werden. Schauen wir mal, was oben drauf ist. Land und ein Phönix, das sind auf jeden Fall gern gesehene Karten. Der Phönix immer, immer solide. So. Geldclave Apparition, ja, das ist ärgerlich.
Das ist sehr ärgerlich. Du musst jetzt wieder zurück in die Commander Zone. Phoenix ist auch leider keine legendäre Karte, sodass wir nicht aktivieren können. So, dann spielen wir auf jeden Fall den Mountain raus. So, was macht sie nochmal? If creature dann wird die denn zum Lifeling? Ja, das ist erstmal relativ irrelevant. Wir holen mal den Vogel raus. Der ist auf jeden Fall mega nervig. Das kann man nicht anders sagen. Schauen wir mal, Liliana. Boah, heftig. Gegner zieht einfach nur durch. Okay. Natürlich, dass seine eigene Dame da in den Suizid zu. Ich meine, gut, er zieht Karten, aber dafür gibt er das Board komplett ab. Alles klar, finde ich jetzt. Kann ich nur schwer nachvollziehen. Unser Vogel kommt direkt wieder und kann auch direkt angreifen. Also insofern ist das, weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war, was der Gegner sich hier überlegt hat. Da haben wir ihm erstmal die Chandra weg, so viel ist klar. Die Liliana. Ja, wir können unsere Chandra wieder rausholen. Gibt keinen Grund, sie hier irgendwie wegzuhalten. So, Gegner wieder runtergeholt auf sein Leben. So, Gegner wieder runtergeholt auf sein Leben. Demonic Tutor, okay, das ist die Karte, die er höchstwahrscheinlich jetzt mal aus dem Key Archive gezogen hat. Wobei kann auch sein, dass er das so reingetaggt hat. Schauen wir mal, was er sich jetzt hier so raussucht. Irgendwie mega nervig, dieses Gruftgesusel da im Hintergrund. Drehen wir das mal runter. Und, oder? Mal ein bisschen höher, so. So, gucken wir mal, was der Gegner spielt. Er kann seinen Commander wieder rausholen. Aber den können wir einfach weghauen mit Chandras Outrage. Wie gesagt, das Gute ist jetzt, dass wir dadurch, dass wir Experimental Frenzy haben und noch den Ochsen, können wir jetzt eigentlich mega unsere Hand wieder auffüllen. Das heißt, obwohl wir rot spielen, haben wir jede Menge Möglichkeiten hier, das Ganze am Laufen zu erhalten. Der Gegner muss jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. War anscheinend auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung für ihn. Okay, Book of Exalted Deeds. Okay, weiß man nicht so genau, was bei ihm jetzt abgeht, aber. Solemn Simulacrum, okay. So, Land gezogen, das ist schon mal super. Ich meine, wir sollten jetzt in. If you gain three or more life, geht okay, Angel. Gut, er hat keine Angel, das ist auch kein Angel. Also weiß ich nicht so ganz genau, wo jetzt der Sinn liegt. Wir halten den Vogel erstmal zurück. Eigentlich jetzt wirklich nicht viel zu machen hier. Den Removal würde ich gerne für sie vorbehalten. Meine, wir könnten Frenzy jetzt spielen und schon mal einen auf YOLO machen. Wir können mal gucken, was oben auf dem Deck drauf ist. Light up the stage, ja, kann man auch spielen. Dann spielen wir mal den Runaway Steamkin, mit dem können wir dann ungefähr gefühlt eine Trillion Mana machen. Dann gehen wir einfach ab. Geben wir einfach ganz entspannt ab. Da können wir gucken, worauf der Gegner jetzt so Bock hat. Mit unserem Chandras Triumph können wir eben seinen Commander auf jeden Fall sofort wieder wegholen. Das macht schön 5 Schaden. Lolth, okay.
You could have such power, but you are too weak. Okay. So, the creature tower have vigilance if a creature dying causes an ability. Okay. So, dann schauen wir mal, ob er die Chandra angreifen wird. Ja, wir können auf jeden Fall das wegholen. Wir können die eigentlich durchgehen lassen. Ich meine, unsere Chandra stirbt nicht und insofern ist es eigentlich auch relativ egal. Valakut Awakening brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Hier werden wir auf jeden Fall... mal, wir spielen den Regulator aus. So, das ist die erste rote Karte. Dann holen wir uns 2 Mana. Dann kopieren wir das Ganze für einen. Das heißt, wir haben 4 Mana. Dann spielen wir Chandra's Outrage auf die... auf seinen Commander. So, dann können wir hier auch noch das Mana von runternehmen. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal die Frenzy spielen. Einfach aus Spaß. Und jetzt einfach die Karten vom Top von unserem Deck runterspielen. Mace Mind Tome ist natürlich die perfekte Karte. Weil wir jetzt die Karten von unserem Deck wegpacken können. Zack. Und dann haben wir schon mal 4 auf die Omme. Und können jetzt ganz entspannt unser Commander-Spiel runterziehen. Also er kann vielleicht noch ein Removal-Top decken oder so. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, da kann er für 8 Mana die gute Frau nochmal rausholen. Das ist uns relativ egal. Wrath of God, das ist uns auch egal. Wir haben... der Vogel kommt eh mal wieder, ja. Da zieht er 2 Karten, aber er hat all seinen Mana verbraucht. Der Vogel kommt wieder. Joa, Legion Warboss ist natürlich immer sehr angenehm. Eigentlich können wir einen Gierigen machen. Wir können uns jetzt hier gefühlt eine Trillion Mana holen. Zack, joa. Vitali kann man auch mal spielen. Dann haben wir auch noch nicht gespielt. Für 2 Mana ist die Frage, können wir das raus, sonst können wir auch nächste Runde ziehen. Ich meine, das eigentlich ist das Board schon wieder proper aufgefüllt. Er kann es halt clearen und dann kommt halt der Vogel kommt eh wieder. Also das sieht eigentlich alles schon mal so sehr, sehr gut aus, soweit. Ja, dass wir die nicht mehr retten. Dass wir die nicht mehr retten. Put one target from graveyard onto the battlefield, destroy one target. Okay, kann er machen. This isn't your average zombie horde. Impressive, isn't it? Opfern, ja. Wir können den Vogel opfern und den 1-1er. Der Vogel kommt eh wieder. Insofern ist das egal. Ich meine, gut, wenn er jetzt im Board clear zieht, das wäre natürlich sehr unangenehm. Aber gut, was willst du machen? Auch für 8 Mana ist die Chandra halt immer noch spielbar. Vanishing Verse, ja, ist okay. Ist egal. Das sieht nicht danach aus, als ob er jetzt hier noch groß zurückkommen würde. Ja, guck sich nochmal unsere Länder an. Kann er gerne machen. Ein Zug. Genau, der Vogel kommt wieder. Auf jeden Fall mega gute Investition. Ist das schon letal? When you pay extra up to that many, it's a... Ja, da können wir 2 mal für zahlen.
Und das soll es eigentlich gewesen sein. Good game. Lightning Strike, Lightning Bolt. Das sind 6, das sind 10. Zack, zack. Ja, da weiß er Bescheid. Das hat er mitbekommen. Dass das jetzt nicht mehr sich so gut für ihn entwickelte. Angenehm. Da können wir direkt noch eine Runde spielen. Das leider sehr schlecht stand, da müssten wir Mulligen machen. Da müssen wir nochmal Mulligen machen. Sehr schlecht stand, da müssten wir Mulligen machen. Da hören wir uns selber. Gut. Hat das Spiel halt entschieden, dass man jetzt nicht ordentlich spielen kann, aber gut, das ist halt manchmal so. Also ich meine, wir haben ungefähr 1 Trillion verschiedene Ramp und was auch immer Artefakte da im Spiel. Das heißt, natürlich ist es totaler Quatsch, dass wir jetzt hier keins ziehen, aber was willst du machen? So geht's einfach nicht. So geht's einfach nicht. Dann behalten wir den Bonecrusher Giant, können wir erstmal als Trick 17 Falle 18 auf der Hand behalten. So. Gegner opfert einfach nur sein Land. Wir können ihn einfach mal rausholen. Der Gegner, das ist in Ordnung. Da hauen wir uns schon mal ein bisschen Sprit raus. Okay, Gegner rammt einfach nur. Kann man natürlich nicht viel gegen machen. Was kann er machen? Exile 2 cards from the hand. Nein, er kann ihn natürlich spielen, das ist in Ordnung. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir schneller irgendwie zum Ziel kommen. Ja, Terror of the Peaks ist hier das einzig Sinnvolle, um hier direkt schnell Druck zu machen. So, das sind 6 Mana, dann hat er 7, dann kann er seinen Nikolas spielen. Aber den können wir auch genauso schnell wieder töten. 5 Schaden hierdurch, 5 Schaden durch den Terror of the Peaks. Da geht das alles relativ fix. Ach,
Okay. Natürlich hat er direkt einen anderen 7 Mana. Planeswalk auf der Hand. Den kann er ins Exil schicken. Das ist unangenehm. Gucken wir mal, was wir von oben spielen können. Rob of the Rich kommt auf jeden Fall raus. Das wird seinen Planeswalker töten. Das war jetzt ein Glücksfall. Wir holen uns auf jeden Fall schon mal ein extra Land raus. Und ziehen eine Karte, sollte das Solemn Simulacrum sterben. Plus können noch eine Karte von seinem Deck spielen. Oh, Time Warp ist natürlich mega angenehm. Mega angenehm. Gut. Was will er machen? Es ist insofern kein großes Problem, weil wir unseren Kollegen hier direkt wieder rausholen können. Terramorphic Expanse. Das kann er alles chillig rausholen. Next. So, dann hauen wir ihn erstmal kaputt. Er hat weniger Karten, das heißt, Rob of the Rich holt noch eine Karte raus. Relic, sehr, sehr angenehm. So, dann geben wir uns erstmal einen kleinen Time Warp. Wenden wir den Zug. Ziehen noch eine Karte. Dann haben wir ihm erstmal ins Gesicht. Gucken wir mal, was wir noch so schöne Karten für ihn ziehen. Jace Unraveler. Das ist doch alles sehr angenehm. Da spielen wir die Skyclave Relic. Könnten wir auch Kicked spielen. Aber gönnen wir uns jetzt nicht. Sondern wir spielen natürlich Jace. Wir spielen ihm einfach seine Karten weg. Ziehen eine Karte. Ja. Und na, wir behalten Turalf erstmal noch auf der Hand. Gucken wir mal, was der Gegner jetzt, womit der Gegner jetzt kommt. Jace ist auf jeden Fall schon sehr lustig, dass wir den jetzt gezogen haben. Das kann ihn natürlich sehr... Oh, er spielt nochmal seinen Planeswalker, okay. Alles klar. Removed den Kollegen da. Das ist natürlich äußerst lustig. Da gucken wir erstmal, was oben liegt. Land brauchen wir nicht. Itali, so, kriegen wir Nicol Bolas irgendwie getötet? Ja, wir kriegen ihn auf jeden Fall getötet. Die Frage ist, so, wenn wir 6 spielen. Das sollten wir alles machen können. So, da haben wir 2 Mana. Da haben wir Thorais Hammer raus. Da rüsten wir den aus. So, jetzt müssen wir nur verstehen, wie wir diesen Effekt aktivieren können. Ach, dafür hätten wir das Monster tappen müssen. Okay. Das war auf jeden Fall ein Fehler, weil man mal sich die Karten wieder nicht ordentlich durchgelesen hat. Insofern sehr traurig. Das Ember Cat, okay, dann kann er gerne rausspielen. Das ist relativ egal. Er müsste jetzt auf jeden Fall irgendwie 2 Planeswalker removen.
Schauen wir mal, er hat eine Nasset. Gut, die ist relativ egal. Schauen wir mal, was er da so findet. Bloodseize Thirst, okay, da kann er auf jeden Fall einen der Planeswalker mit töten. Dann hat er noch 2 Mana, das wird ihm 4 kosten. Lässt es, okay. Okay, er tötet seinen Jazz. Spielt die Ember Cat. Haben wir nochmal eine Chance, den Dicken zu entfernen. Das ist insofern schon mal gut. Aber wir haben genug Karten zum Spielen, das heißt, This is not over. So. Haben wir den schon mal weggehauen. Dann holen wir uns auf jeden Fall das Mana raus. Ja. Ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich spielen wir am sinnvollsten noch die andere Chandra. Hey, don't start any fires without me. Gut, ich meine, er kann hier für 11 Mana spielen. 3, 6, 9, 10, 11, 13. Dann hat er aber wirklich nicht viel anderes. Damit kann er genau einen der Kollegen weghauen. Ich bin fast versucht, ihm die Katze wegzuhauen. Wir können ihm seine Nase drunter hauen. Dann kann er damit keine Karten mehr raussuchen. Und dann holen wir noch unseren Tectonic Giant raus. Gucken wir mal, was er jetzt da rausholen kann. War Terror of the Peaks. Morde keinen, dann kann er einen Hund machen, das wird ein 4-4er sein. Mal gucken, wem er die 4 Schaden gönnt. Das war wahrscheinlich nicht der richtige Move, weil jetzt kommt unsere. Jetzt wird unsere Chandra ihren Ulti rausholen. Und das heißt jetzt, mit jeder roten Karte, die wir spielen, selbst wenn wir jetzt Chandra selber spielen. Genau, da gibt er direkt auf, da weiß er, was das bedeutet, weil sozusagen jetzt auf immer hier die. Mit der Chandra die 5 Schaden zu verteilen. Wieso sind denn meine Stream-Daten nicht aktualisiert? Boah, da krieg ich schon wieder einen Hass. Ich habe es doch verändert. Nein, wir spielen Chandra Commander. Historisch. In Magic. Warum das nicht respektiert wird, weiß man nicht. Egal, der Sieg war solide. Zweiter Sieg in Folge. Da schauen wir mal weiter, was noch so geht. Und machen eigentlich direkt noch mal eine Runde. Mal gucken, wie ich die Einstellung
So, you go first, ja, ist immer Kacke. Gut, jetzt gegen Rot-Grün wird auf jeden Fall krass werden. Ohne Ramp ist halt immer Kacke. Wir wollen halt am liebsten irgendeine Art von Ramp da haben. Weiß nicht so genau. Weiß es nicht so genau. Wir machen mal Mulligan. Ja, das sieht Werders besser aus. Die Hand können wir behalten. Können wir uns noch ein Land oben drauf. Guardian Idol ist auch Ramp, ist auch nicht schlecht. So, jetzt können wir uns die Katze rausholen. Da können wir schon in Stufe 3 können wir schon Chandra spielen. Wobei, wenn die Katze removed wird, ne, wir spielen einfach das Guardian Idol. Damit ist es auf jeden Fall sicher. Ja, er da so eine Hasterin. Das ist in Ordnung. Da können wir mit arbeiten. Mal, wir könnten jetzt auch den langsameren Weg wählen und erstmal hier die Katze rausspielen. Aber die Frage ist, warum? So, da haben wir direkt den Lightning Strike raus. Rhythm of the Wild. Das stört uns nur teilweise. So, der Phönix ist ganz hervorragend, den holen wir schon mal raus. Magda können wir rausholen. Ja, da gibt er direkt auf. Das war eine schnelle Runde, ein schneller Sieg. Sehr angenehm. So, drei Spiele, drei Siege. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Da schauen wir mal, was so geht. I go first. Kurz C hart, zwei Chandras, gar kein. Oh! Potroi, da ist er, der Ehrenmann. Moinsen. Darfst mir schön beim Magic-Spielen zugucken. Sind gerade beim Chandra Commander Mono Red. Hab mir überlegt, mal ein bisschen was anderes aufzumachen. Ich hoffe, dir geht's gut, Junge. Ich hoffe, du hast eine schöne Runde Internetfußball gespielt. Oder ja, drei Siege in Folge auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vom Allerfeinsten. Also, da kann man nur sagen, die Win-Maschine ist richtig angeworfen hier. Aber das freut mich. Und hast du dir fett den Super Bowl gegönnt? Hat dein Team gewonnen? Hast dir richtig schönen Super Bowl-Abend gemacht? Hoffe ich doch mal. Okay. Bin nach der Halbzeit schon eingepennt. Ja gut, was willst du machen? Was willst du machen? Ich habe nur gelesen, Halbzeitshow ziemlich fett. Dr. Dre, Eminem, die ganzen alten fetten Legenden rausgekommen. Ich hoffe, dass du da wenigstens fett Spaß gehabt hast. Aber gut, dann, ich meine, man kann sich ja die Wiederholungen sonst irgendwo wahrscheinlich im Internet chillig noch angucken. Nice. Na, dann spielen wir hier den Dings. Und 50 Cent, yo. Der alte OG. So, lass mich mal kurz überlegen. Das sind 6 Mana. Wenn wir sie rausholen, dann haben wir noch 2 plus 2. Ne, das lohnt sich nicht. Den spielen wir einfach getappt. Dann holen wir einfach Sackern den Masterless raus. Ich weiß nicht, was er für ein Ein-Mana-Zauber. Ach, Lightning Bolt, ja, das ist uns relativ egal. Das kann er machen. Ja, da holen wir schon unseren Drachen raus. Dann soll er Sackern von mir aus. Er kann eigentlich nur schlecht beide entfernen. Er kann da jetzt seine Töle hier rausholen. Aber die hauen wir ihm weg. Day of Judgment. Okay, krass. Das ist krass.
Da holen wir 2 Mana raus. Da spielen wir das Signet. Da machen wir unsere Planeswalker erstmal zu 2 fliegenden Drachen. Vom Keksteig naschen. Oh, wie geil. Aber Keksteig ist doch mega. Boah. Ich weiß nicht, aber also eins auf jeden Fall, meine absoluten Lieblings-Eis ist das Ben & Jerry's Cookie Dough. Boah, das ist so pervers, das ist so geil. Ey, ich ganz ehrlich, meistens esse ich da nur die Hälfte des Eises, weil ich einfach wie ein Irrer da drin pople und mir diesen Cookie Dough raussuche. Mega, mega pervers auf jeden Fall. Mega pervers, aber geil. Hauptsache, du hast dir einen gemütlichen Abend gemacht. So, wir spielen mal noch unseren anderen Zauberer hier raus, unseren anderen Planeswalker. Ich weiß nicht, wie der Gegner jetzt 3 Planeswalker entfernen will. Es wird ziemlich schwer für ihn werden. Risk Factor können wir am Ende noch von seinem Zug spielen. Gucken wir mal. Er spielt ein Tabland, er holt seinen Kollegen raus, das ist okay. Wir geben ihm schon mal den Risk Factor. Das heißt, entweder 4 Schaden, dann hat er 11 Leben und dann wird er sterben, oder wir ziehen 3 Karten. Dann wird er auch wahrscheinlich sterben. Ich meine, wir haben 12 Schaden auf dem Feld, plus 3 in der Hand, das sind 15. Ja. Cookie Dough, Keksteig naschen. Wie, aber du hast einfach nur so Keksteig gegessen oder hast du wenigstens auch ein paar fette Kekse gebacken? Oder ging es beim Keksteig naschen nur ums Keksteig essen? Kann man überhaupt so Keksteig kaufen? Weiß ich gar nicht. So, Gegner hat schon hier, ist halt schon hier einen Schock bekommen. Okay, er lässt uns 3 Karten ziehen. Ich meine, es wird ihn auch nicht retten, ganz ehrlich. Macht keinen Unterschied wirklich, weil wir ihm seine Töle da einfach weghauen können. Insofern ist relativ egal. So, 4 Siege in Folge. Läuft. Richtig schön weggebombt. So, nächste Runde. Gucken wir mal, was die Leute so... was die Leute so spielen an Commandern. Jetzt sollte es auf jeden Fall irgendwann kritisch werden. Nice mit Deckmaster Overlay. Kannst du das sehen? Geht das? Weil bei mir, ich kann das bei mir im Stream nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch irgendwas einstellen muss. Ja, die Hand ist auf jeden Fall mega solide, wenn wir Länder ziehen und Gegner wird viele Gegenzauber haben. Das heißt, wir wollen eigentlich Ramp haben. Ja, das ist eine bessere Hand. Die Hand behalten wir. Den Einmalerzauber müssen wir nicht rausholen. Geht das mit dem Overlay? Siehst du da die Karten? Wird das angezeigt? Ich wundere mich die ganze Zeit, ob das funktioniert. Ja, end turn, Junge, komm. So, 2 Länder, er hat einen Mimic. Sphinx, okay, er spielt also Sphinx Tribal. Kann man machen. Wir holen unser Relic raus. Oh, haben ihm schon mal eine Epiphany aus dem Deck rausgeklaut. Okay, Gegner tradet, das ist uns relativ egal. Seine Epiphany ist weg, die kriegt er nicht wieder, die ist im Exil. 7 Destroy Target Permanent, das ist uns relativ
Relativ Wumpe. Wir kommen, machen einfach mit dem Ramp weiter. Zack. Replicating Ring. Mox Amber. Solange er uns nicht kautern kann, müssen wir alles rausholen, was rauszuholen gibt. 4 Mana. Was macht seine Sphinx? 2 weniger. Das ist der Battlefield Reveal Top 4 Cards in Opponent's Level. Okay. Boah, ist okay. Okay. Gucken wir mal, was der Gegner jetzt macht. Er spielt ein Ramp-Artefakt. Das ist uns relativ egal. Okay, hat irgendeinen Instant-Zauber. Ja, wir müssen Chandra Puramasa spielen, führt kein Weg dran vorbei. Selbst wenn er die K.O. Oh, er countert sie nicht, okay, alles klar. Dann, One Damage Player. Nö, dann exilen wir mal, war dann eine Top-Karte von unserem Deck. Können wir auch spielen. Ja, Tectonic Giant haben wir auch raus. Gucken wir mal, wie lange der Gegner unserer kranken Value-Machine entgegenhalten kann. Okay, Hall of Storm Giants müssen wir aufpassen, das kann er aktivieren für 6 Mana, er hat 5. Oh, Archive likes to live dangerously. Mal gucken, wie lange er das durchhalten kann. Die Value Maschine ist angeworfen. Mit ihm können wir auch noch Topkarten von unserer Bibliothek runter ins Exil schicken. Während wir ihm die Phrase polieren. Also insofern ist das das alles eine ziemlich angenehme Angelegenheit hier. So, Dan of the Bugbear werden wir auf jeden Fall auch mal ausspielen, um dann ab nächster Runde damit Schaden zu machen. Weil das Land brauchen wir jetzt nicht so notwendig, um ehrlich zu sein. So, dann gucken wir mal. Dann schicken wir erstmal mit ihm eine Karte ins Exil. Mit ihr. Scorching Dragonfire bringt uns nichts, weil das nur auf gegnerische Minions wirkt. Dann schicken wir mit ihr eine Karte ins Exil. Die Katze ist uns eigentlich relativ egal. Da geben wir ihm 2 Schaden für. Dann schicken wir hier 2 Karten mit ins Exil. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Bei Athene Socke. Vielleicht lässt er den auf die Hand zurückgehen. Oh, Combustible Gear Hulk. Natürlich eine richtig fette Karte. Werden wir auch mal direkt spielen. Sobald dieser Angriff durchgegangen ist. Schmeckt dem Gegner, glaube ich, nicht so. Was macht er? Er lässt einen Planeswalker wieder auf die Hand zurückgehen. Ja, für 4 Mana können wir ihn wieder auf die Hand nehmen. Das ist uns relativ egal. 3 Schaden kann er nehmen. Dafür spielen wir einen 6-6er mit First Strike raus, der richtig Druck macht. Schauen wir mal. Oh, er nimmt den Mill. Okay. Irgi. Die Schnecke. Die hat es leider nicht geschafft. Gegner auf 15 Leben. Gut, er kann jetzt zum Beispiel seine Halle der Sturmgiganten hier rausholen. Er kann seinen Obelisken rausholen. Aber bekanntermaßen hat Blaues nicht so mit. Nicht so mit Massenremoval, deswegen wird das immer schwer. Minions und Doomblade, okay, hat er sich rausgeholt aus der Dings. Dann wird er jetzt, er kann jetzt seine Stormhall hier aktivieren, kann meinen Planeswalker da umhauen. Mal gucken, wofür er sich entscheidet. Ist schwierig, er ist auf jeden Fall in einer schwierigen Situation.
Wir können nächste Runde unser Monsterland hier aktivieren. Da können wir eben auf den Sack haben, was hier. Each opponent mit 10 Cards. Okay, das ist okay. Das stört uns jetzt nicht so extrem. So, Creature can block this turn. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. So, wir müssen jetzt einfach möglichst viele Ziele draußen halten. Ja, okay, er gibt einfach auf. Er hat einfach keine Lust, sich das anzutun, weil jetzt... Dann holen wir noch einen neuen Planeswalker raus, dann holen wir noch ein neues... Okay, muss kurz zur Tür. So. Gut. 50 in Folge. Jetzt muss ich gleich irgendwann mal auf den Sack geben. Also, das kann eigentlich die Spiele-Engine so nicht mit sich vereinbaren. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das ist eine ziemlich schlechte Hand. Wie gesagt, wir wollen eigentlich irgendwas an Ramp haben. Gegner ist ein Artefakt-Deck mit Emry. Artefakt-Removal haben wir eh nicht in Rot, also insofern ist das im Endeffekt ist es Rennen. Ein Rennen auf dem Weg nach... Wer als erstes seine Combo zusammenbekommt. So, hier haben wir wenigstens ein Ramp-Artefakt. Aber das werden wir mal so mitnehmen. Da holen wir uns ein rotes Land aus dem Deck raus. Das Deck ein bisschen auszudünnen. Ja, Gegner macht genau dasselbe, was wir uns vorgestellt haben. Tapped. Bringt leider nichts. Emry. Ja, das kann alles relativ schnell gehen. Der Gegner kann uns hier relativ schnell rausholen. So, schauen wir mal. Sieht alles überhaupt nicht gut aus. Problem ist, wir können halt seine Little Sister töten und dann kommt die halt genauso wieder ins Spiel rein. Insofern ist es halt ein Humbug.
Was ist das? Plus 1 für jedes Artefakt, das er kontrolliert. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Er hat auch gefühlt eine Trillion Mana. Ja, wir werden mal hier unsere Atombombe sozusagen zünden. Wir können hier unser Bombardment rausholen. Da können wir verschiedene Sachen auswählen, die da zufällig bombardiert werden. Am Ende von unserem Zug und dann zerstört werden. Da scheinen wir hier irgendwie die einzige sinnvolle Lösung zu sein. Können wir dem Gegner ein paar Länder wegbomben. Und hoffen, dass er da nicht allzu schnell Ersatz findet. Wobei er natürlich schnell Ersatz findet. Wir gucken mal. Gut, er kann sich hier eine Million Mana holen. Weiß nicht so ganz, wo der Sinn ist. Okay. Ja, wir hätten wahrscheinlich nicht seinen Gilded Lotus auswählen sollen, weil er den Lotus eh auch wieder zurückbringen kann. Paradoxical Outcome. Okay. Er macht seine Hand wieder voll. Turn target creature to its end. Ja gut, im Endeffekt haben wir nicht viel Wahl. Irgendwann müssen wir die Chandra spielen. Wir geben ihr Mana dazu. Wir können den anderen Planeswalker rausholen. Oder wir können Chandra's Outrage spielen. Oder wir können nochmal 4 neue Karten ziehen. Vielleicht sogar am sinnvollsten. Ich weiß nicht so ganz, wie wir von hier weitermachen sollen. Wir werfen das einfach mal alles weg und lassen uns einfach mal vom Gott des Zufalls leiten. Der Gott des Zufalls hat übrigens entschieden, dass das nichts mehr werden soll. Wer klingelt denn so spät? Das ist mein Mitbewohner. Der muss arbeiten. Der geht arbeiten üblicherweise bis 10:30 und heute nur bis 9:30. Ja, okay, die Runde, das ist verloren. Wir können keine Artefakte entfernen. Insofern, wie gesagt, war einfach von Anfang an klar, da geht einfach nicht viel. Da kann man nicht viel löten an der Holzkiste. Ja, komm, dann spielen wir noch eine Runde. Das lief doch so gut. Das gönnen wir uns doch mal.
Opponent was first. Auch wieder diese Fliegenklatsche. Ja, die Hand ist auf jeden Fall nicht sehr gut. Die Hand ist auch nicht besser. Ja gut. Scheint anscheinend nicht viel drin zu sein. Da schauen wir mal, was wir diese Runde so rausholen können. Leider kein Ramp-Artefakt, beziehungsweise können wir es in der dritten Runde spielen. Okay, Gegner gibt ab. Ja, wird removed, kann man nichts machen. So, Chandra, Gott sei Dank, kann ihn removen. Denn ihre Fertigkeit ist kein Zauber und seine Funktionen hier gehen nur für Zauber. Also insofern kann man das machen ohne Probleme. God's willing. Ach du lieber Herr. Ja gut. Ja gut, wenn die Leute dann irgendwelche krassen Sachen haben, dann kann man natürlich nichts sagen. God's willing. Er hat 100 Karten in seinem Deck, aber er hat die zwei Karten, um meinen Ram zu unterbinden und sein Monster zu schützen. Ja, was fällt einem dazu ein? So ist es halt. Das ist das Leben. Whatever. Figure it out on your own. Schauen wir mal. Okay, kein Land gezogen. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir eine andere Chandra spielen. Natürlich, die wird auch gecountert. Ja gut. Es war klar, die Spielengine ist wahrscheinlich so getriggert, dass jetzt einfach erstmal drei Spiele kommen müssen, wo man einfach komplett in Grund und Boden gespielt wird. Ja, und er hat auch noch die Idee, Chandra. Ja, ja, er hat das alles. Hat da. Okay. Ist in Ordnung. Kann man akzeptieren. Das ist okay. Das braucht die Spielengine einfach. Das ist einfach, um irgendwie wieder auf die 50% Winrate zu kommen. Muss das Spiel einfach ab und zu natürlich die Leute so raushauen, dass da irgendwie der Gegner so krasse Karten zieht, dass er einem einfach in einem durchgehend niederbombt. So, das ist einfach, das muss einfach irgendwann sein. Insofern kann ich da nicht böse sein, dass damit rechnet man einfach. So, schauen wir mal, was diese Runde geht. Klassiker ist auch zum Beispiel kein Land zu ziehen. Das ist immer Klassiker. Aber in diesem Fall geht das alles.
Gucken wir mal, ob wir Shan da nächste Runde rausbekommen. Gucken wir mal, ob er da seine Sitte spielt. Ich spiele da nicht. Er hat auch ein Signet, okay. Wir holen trotzdem Shan da raus. Wir holen Shan das Regulator raus. Ja, gucken wir mal. Okay, ein Starfield Mystic, der macht seine Verzauberung ein. Und Destiny Spinner, damit können seine Verzauberungen nicht mehr gecountert werden. Dann macht er den fliegend. Das ist okay, ich meine, wir können die ihm jetzt einfach beide removen. Für ein Mana, ganz ehrlich. Insofern interessiert mich das relativ wenig, was er da macht. Und es kostet uns trotzdem nur 3 Punkte. Das ist eben die Kraft von Chandras Regulator. Ja, dann tun wir mal noch ein Land raus, einfach nur für den Fall, dass Chandra gleich getötet wird. Aber grundsätzlich ist eben genau das, was uns gerade passiert ist, passiert ihm jetzt auch. Einfach ohne irgendwelchen Respekt, ohne irgendwelche Aktionen wird jetzt einfach hier im Grund und Boden gespielt. Er kann ja jetzt seinen Sate kann er rausholen für 3 Mana. Alles gut. So, das werden wir ihm alles wegholen. Er kann nichts dagegen machen. So, holen wir 4 Mana raus. Zack, zack. 2 darauf. Lightning Bolt darauf. Dann holen wir Sarkhan raus. Dann machen wir Plus. Hauen wir ihm in Sack. Dann gehen wir die Runde ab. So, jetzt wenn wir Fan Torben rausholen. Sorgt im Grunde dafür, dass alle roten Karten, die wir haben, nochmal 2 Schaden mehr machen. Ah, da kann er irgendwelche lustigen Karten rausspielen. Soll er gerne machen. Mit Torben ist da der Spaß relativ schnell vorbei. So, das verdoppeln wir. Yep, you're going down. 4, 8 und da gibt er auf. Das gönnt er sich nicht mehr. Na, da spüren wir doch noch ein Ründchen. So, das ist glaube ich irgendeine historischen Karte, Commander. I go first. Ja, nehmen wir mal Mulligan. Gut, war jetzt nicht der sinnvollste, whenever you cast historical card. Ja, aber die Hand ist stark. Heart of Kirin ist eine Mega-Karte zusammen mit Chandra. Da kann man immer aktivieren, einfach ein Dings zu entfernen, einen Loyalitätspunkt von ihr. Ja, der Wahnsinn. Ich frage mich, ob Mox Ember mit Heart of Kirin funktioniert. Mount Legendary Creatures in Planeswalkers ist ja... Wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Aber wir werden es gleich herausfinden.
Leider nicht. Torguide Lantern. Was ist das für ein Ding? Ein Schaden zum Spieler oder für den Graveyard Draw Card. Okay. Band. Da gehen wir erstmal ab. Das ist Cast Alpha. Okay. Na, mal gucken, nimmt er den Schaden und lässt uns die Karten ziehen, dann nimmt er den Schaden, okay. Ja, wir müssen Chandra spielen, das ist ganz klar. Wir können ihn jetzt hier nicht Artefakte spielen lassen, wie er lustig ist. Er muss auf jeden Fall weg. Ja, kann er gerne machen. Das ist uns relativ egal. So, jetzt kann er sich aussuchen, spielt er die Chandra oder tötet er sie. Okay. Mal gucken, was er mit drei blauen Mana macht. Man weiß nicht so genau. Wir können der andere Chandra rausspielen. Gucken wir mal, ob wir noch ein Land oben finden. Nee, leider nicht. Da spielt er seine historische Karte. Das ist uns relativ egal. Ornithopter, ja, kann eine Karte ziehen. Hat er super gemacht. Ja, Mox Ember. Natürlich hat er in seinem 100-Karten-Deck wieder die ganzen Kommen. Hast du die Krypta auch noch? Korridor, ja, hat er alles. Hat er. Komm, hast du noch eins, oder? Nee? So. Ja, bleibt uns nicht viel anderes übrig, muss man ehrlicherweise so sehen. Da müssen wir ihm seinen Commander wieder weghauen. Der Rest macht wirklich keinen Sinn. So, wir holen eine Karte oben raus. Dann gehen wir ab. Archive, das ist in Ordnung. Copy of any Artifact, das ist auch okay. Mana hat er genug. Midnight Clock stört uns auch nicht. Das Wichtigste ist, dass er einfach nicht Karten ziehen kann von den allen. So, das ist sehr angenehm. Da können wir ihm Schaden mitgeben. Da können wir blocken. Mein Zug. So, jetzt wird's angenehm. Jetzt wird's angenehm. Jetzt müssen wir ein bisschen zählen. Wir haben 5 Mana. Wir haben 7 Mana. 8 Mana. Wenn wir ihn spielen, wir müssen 3 andere rote Karten spielen. Um von ihm wieder 3 Mana runterzuholen. Ob sich das jetzt lohnt, hier abzukombonen. Also klar ist, dass wir mit ihr schon mal 2 Mana holen, so. Und klar ist auch, dass wir gucken, was oben auf unserem Ding drauf ist. Instant. So. Dann spielen wir den Ring, dann haben wir 6 Mana, wenn mich nicht alles täuscht. Dann spielen wir einfach den Gierhulk raus. Da kann der Gegner sich aussuchen, ob er 3 Karten millen möchte oder aber 3 Karten. Okay, den 5 Schaden nimmt er. Dann aktivieren wir Heart of Kirin. Und da einen Loyalty Counter runter. Und dem Gegner mit den Vieren ins Gesicht. Der Gegner blockt nicht. Geht runter auf 11.
wir geben den Zug ab. So, dann schauen wir mal. Er hat jetzt 1 Million Mana. Das heißt, er kann im Endeffekt jetzt alles spielen, worauf er lustig ist. Paradox Engine, okay. Klar, wenn er jetzt jede Menge Artefakte zieht, dann ist das alle relativ egal. Okay. So, dann untappt er die. Ein Land. Zieht eine Karte. Sein Mana. Habt sein Mana. Hat natürlich noch ein Artefakt gezogen. Jetzt ist wieder Hearthstone-Zeit. Jetzt ist wieder Hearthstone-Zeit. Jetzt heißt es wieder Top-Deck. Ja, Ulamog. Da können wir aufgeben. Es war wieder Hearthstone-Top-Deck-Zeit. Aber gut, was willst du machen? So ist das Leben. So ist das Leben. So, und ich glaube auch, dass das für heute reicht. Da machen wir mal Schluss. Das war auf jeden Fall eine ganz lustige Runde. Und hat auch Spaß gemacht und war auch relativ erfolgreich. Ich werde das Video auch bei YouTube hochladen. Komm, wir gucken auch an. Fettes Pack. Kamigawa. Schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Und dann, ja, bla bla. Und dann ist jeder herzlich willkommen, morgen wieder bei World of Warships reinzugucken. Tschüssikowski.